Ich bin nicht gut genug, ich sehe nicht gut genug aus, ich kann niemandem helfen, ich bin es nicht wert. Schau doch mal, ich mache gar keinen Umsatz, deswegen bin ich halt dumm. Ich bin dumm, weil ich noch nie eine gute Note in der Schule hatte. Mein Vater hat auch schon immer gesagt, dass ich nutzlos bin. Es ist nun mal so, dass es andere einfacher haben. Vielleicht liegt es auch am Kunden, der versteht mich einfach nicht. Naja, Frauen haben es auch natürlich leichter. Naja, natürlich haben es Männer leichter. Warum habe ich denn keine konstanten Umsätze? Die Leute lehnen mich einfach ab. Dabei wissen sie noch gar nicht, was passiert. Ich bin ja auch selber schuld, weil ich jedes Mal das Gleiche tue. Und ich checke es einfach nicht. Wahrscheinlich muss ich nochmal meine Systeme überdenken. Die Leute sind einfach alle pleite, deswegen kaufen die nicht bei mir. Bin ich überhaupt dazu berufen, Menschen zu helfen? Kann ich das wirklich? Das sind alles potenzielle Gedanken, die möglicherweise schon mal durch deinen Kopf gegangen sind. Der gefährlichste, aber auch der gewinnbringendste Satz in deinem Leben kann der Satz sein, der mit "Ich bin" beginnt. Es kann natürlich auch der Satz "Ich kann" sein oder "Ich werde". Jedenfalls ist es ein Akt auf Messers Schneide. Denn jedes Mal, wenn du "Ich bin" sagst, folgt eine Beschreibung deiner Persönlichkeit. Und es ist egal, was danach folgt. Jedes Mal, wenn du den Satz "Ich bin" aussprichst, ist es eine Art sanfte Manifestation dessen, was du über dich denkst. Wenn du beispielsweise deinen Selbstwert, also wie gut du dich fühlst, wie motiviert und selbstbewusst du durch den Alltag gehst, daran knüpfst, wie viel Umsatz du machst, dann sind die Fluktuationen im Umsatz nicht das Problem, sondern die Fluktuationen in deiner Emotion. Denn du koppelst deinen Selbstwert an das Geld. Du koppelst deinen Selbstwert daran, was die Leute über dich sagen, anstatt dass du einfach in deiner Mitte bist, anstatt dass du selbstsicher auftrittst, unabhängig der äußeren Faktoren. Du bist dumm, glaubst du zumindest, weil es dir ein Lehrer gesagt hat. Deswegen glaubst du auch nicht, dass das, was du anzubieten hast, das, was du mit deinen Coaches, mit deinen Klienten, mit deinen Freunden, wem auch immer unternimmst, dass das wirklich von Wert ist. Dass es nicht wirklich eine raffinierte Idee war, das zu tun. Denn du bist ja dumm, richtig? Genau. Vielleicht möchten die Leute am Telefon dein Angebot nicht annehmen, weil du selbst davon nicht überzeugt bist. Ist es wirklich, dass du nicht vom Produkt überzeugt bist oder dass du selber von dir nicht überzeugt bist? Du musst verstehen, dass deine Probleme in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum, aber vielleicht auch im Angestelltenverhältnis, im Privatleben, es ist völlig egal, denn es wird sich überall zeigen, nicht das Problem der äußeren Umstände ist. Es ist das Problem in der Sichtweise von dir gegenüber den Dingen. Wie betrachtest du sie? Welche Perspektive hast du angenommen? Hast du Bedingungen aufgestellt, wann du glücklich sein darfst und wann nicht? Denn wenn ja, wirst du immer diese Achterbahn mitfahren. Die Achterbahn der Gefühle, so sagt man so schön. Worauf ich dich sensibilisieren möchte, ist, dass du dir ganz klar bewusst wirst darüber, was du den ganzen Tag denkst. Darüber, was du über deine Produkte, deine Angebote denkst. Darüber, was du über deine Mitmenschen denkst. Darüber, was du grundsätzlich über dich und dein Leben denkst. Denn der Satz "Ich bin" kann für dich ein Gewinn sein oder ein großer Verlust. Es kann aber erklären, warum du möglicherweise an einer gewissen Umsatzschwelle stehst, die mentale Umsatzbarriere nicht durchbrechen kannst, du dich in deinem Selbstwert gekränkt fühlst, wenn jemand dein Angebot ablehnt, du das Gefühl hast, dass andere besser sind, andere schneller sind, andere intelligenter sind, andere viel bessere Produkte haben. Nicht, weil dem de facto so ist, sondern weil du nicht an dein eigenes Produkt glaubst. Und das liegt möglicherweise auch nicht am Produkt, sondern daran, dass dir irgendwann mal jemand gesagt hat, dass du vielleicht nicht so weit im Leben kommen wirst. Dass alles, was du tust, sowieso immer nur Humbug ist und zu Problemen führt. Überdenke das, was du denkst. Überdenke dein Selbstbild. Denn dein Selbstkonzept ist das, was dein Business entweder vorantreibt oder bremst oder sogar gar komplett beschädigt. Wenn du also an einem Punkt bist, wo du nicht weiterkommst, die Fehler im Außen suchst, aber insgeheim weißt, dass es irgendwas in dir ist, was die Lücke zwischen dir und deinem Ziel immer weiter aufreißt, dann solltest du dorthin schauen und dann solltest du dir Hilfe holen, um diese Lücke zu schließen. Und wenn ich dir dabei behilflich sein darf, dann schau in die Beschreibung, buch dir ein Erstgespräch. Und wenn du sagst, klingt interessant, aber ich glaube, ich habe kein Problem, dann drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass es auch in Zukunft klappt, dass es so bleibt.
so halbherzig gut. Denn ich glaube, wenn du in deine Kraft kommst, wenn du dir selber mehr vertraust, wenn du dein Selbstwertgefühl entkoppelst von all den äußeren Dingen, besteht viel mehr Gewinn, viel mehr Erfüllung, aber auch Fülle für dich bereit. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Dein Patrick. Ciao.